Mit der aufblühenden Reichshauptstadt Berlin wuchs Rixdorf schnell empor. In den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war Rixdorf bereits das größte Dorf der Monarchie, in dem sich ländliche und städtische Bauweisen und Lebenshaltung eigenartig verquickten. In ein neues wirtschaftliches Stadium trat Rixdorf an der Wende des Jahrhunderts mit der Stadtwerdung ein. In kürzester Zeit mussten auf allen Gebieten neue Einrichtungen geschaffen werden, um den wachsenden Anforderungen der modernen Großstadt zu entsprechen. Als Rixdorf im Jahre 1912 seinen Namen in Neukölln ändern durfte, lebten in seinen Grenzen 235.000 Menschen. Wenn wir den Sprung in die Gegenwart machen, dann ist Neukölln der größte aller Verwaltungsbezirke von Berlin mit über 300.000 Einwohnern und den Ortsteilen Britz, Buckow und Rudow. Erwähnen wir noch ein kommunalpolitisches Kuriosum in Rixdorf. Bis 1874 gab es zwei Dörfer Rixdorf, Deutsch-Rixdorf und Böhmisch-Rixdorf. Und dies seit dem Jahre 1737, als böhmische Protestanten hier angesiedelt wurden. Jedes Dorf besaß seinen Schulzen und seinen Schöffen, die, so wird berichtet, selten in Eintracht miteinander auskamen. Konfliktstoff boten immer wieder die Besteuerung und die Heranziehung zu Kommunallasten sowie der Straßenbau. Der Vereinigung beider Dörfer setzten aber die Böhmen einigen Widerstand entgegen, sodass der Kaiser das letzte Wort sprechen musste. Ab 1874 gibt es nur ein Rixdorf. Die Bevölkerungsexplosion in Berlin, die seit dem ersten Drittel des vergangenen Jahrhunderts auch Rixdorf in seiner dörflichen Beschaulichkeit veränderte, hatte ihren Ursprung in der technischen Entwicklung von der Hand zur Maschinenarbeit. Am Beginn dieser technischen Revolution stand die Dampfmaschine. Aus kleinen Handwerksbetrieben entwickelte sich die Industrie. Diese suchte sich ihre Standorte dort, wo das Bauland billig war. Auch in Rixdorf gab es solche Möglichkeiten. Und wo Betriebe sich ansiedelten, dahin zog es auch die Arbeitskräfte, denn der öffentliche Nahverkehr entstand erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts. Es entstand in Preußen eine Wanderbewegung vom Lande in die Großstadt Berlin. Diese hatte aber eine höchst unerfreuliche Folge. Es gab für die vielen Zuwanderer keinen ausreichenden Wohnraum. So entstanden jene Verhältnisse, die als Wohnhöhlen bezeichnet wurden. Das Hausen in Kellerlöchern, die oft genug die Bezeichnung Wohnungen überhaupt nicht verdienten. Und es gab als weitere Folge die Bau- und Bodenspekulation. Auf engstem Raum wurden fünfgeschossige Mietskasernen mit Quergebäuden und sogenannten Gartenhäusern errichtet, die von den Kellern bis hoch zum Boden vermietet wurden. Die Bauordnung erlaubte damals Höfe, die diesen Namen nicht verdienten. Gerade groß genug, um der Feuerwehr das Wenden des Wagens zu gestatten. Wo Licht und Luft in den Wohnquartieren fehlten, weder Baum noch Strauch gedeihen konnten, die Kinder zum Spielen auf die Straße angewiesen waren, mussten sich zwangsläufig Krankheiten einstellen, die dann jahrzehntelang als Arme-Leute-Krankheiten bekannt waren. Dazu gehört die heute weitgehend überwundene Tuberkulose, die wie eine Seuche dort auftrat, wo Menschen auf engstem Raum unter gesundheitsschädlichen Bedingungen leben mussten. Dazu gehört ebenfalls die Rachitis, die vorwiegend junge Menschen befiel und die als englische Krankheit bezeichnet wurde. Sie war eine Mangelkrankheit. Dazu gehörten aber auch rheumatische Erkrankungen, die zu vorzeitiger Invalidität führten. Das war also die Situation um die Jahrhundertwende auch in Rixdorf.
Überfüllte Wohnquartiere und eine Bauspekulation, aber keinerlei staatliche Wohnungspolitik. Die so oft zitierte private Initiative auf diesem Gebiet brachte gute Profite. Der Mangel an Wohnungen zwang die Familien, das zu nehmen, was gerade an Wohnraum und sei der noch so schlecht zu haben war. Jene Wohnkasernen sind in den letzten Jahren insbesondere in den Sanierungsgebieten abgerissen worden. Nur die Älteren werden sich noch an manches Haus in Neukölln erinnern, dessen Toiletten sich auf dem Hof befanden, dessen Keller bewohnt waren und in die kein Sonnenstrahl eindringen konnte. Die gesundheitlichen Auswirkungen der geschilderten Wohnverhältnisse waren nicht zu übersehen. Bekannt ist Heinrich Zilles Zitat von den Wohnungen, mit denen man Menschen ebenso erschlagen könne wie mit der Axt. In Rixdorf hatten wir solche Verhältnisse auch, ebenso in anderen Teilen Berlins oder anderen Großstädten. Es dauerte nicht mehr lange, bis auch im damaligen Rixdorf weiterblickende Männer die Initiative ergriffen. In unserem besonderen Falle war es die Leitung der Allgemeinen Ortskrankenkasse. Dort hatte man klar erkannt, welche Zusammenhänge zwischen der Wohnung und der Gesundheit der Bevölkerung bestanden. Bei der Krankenkasse schlugen sich solche Erkenntnisse in nüchternen Zahlen nieder. In den Leistungen, die die Kasse aufbringen musste, um die in den schlechten Quartieren lebenden Kranken zu versorgen. Von da aus war es kein weiter Weg bis zur Überlegung, dass man versuchen sollte, ein Beispiel zu geben. Wohnungen zu schaffen, die den Arbeitern ein gesundes und dabei auch erschwingliches Wohnen erlauben. Diese Vorstellung schien der Verwirklichung nahe zu kommen, als die Krankenkasse zwischen der Fulda und der Weichselstraße ein Grundstück kaufte. Hier wollte sie ihr Verwaltungsgebäude und rund 200 mustergültige Kleinwohnungen erbauen. Sie wollte damit ein Beispiel für alle Bauherren setzen. Aber das wurde ihr verwehrt. Der Rixdorfer Magistratsdezernent Dr. Glücksmann war dagegen, obwohl das Vorhaben von den maßgebenden Instituten der Arbeiterversicherungsgesetzgebung als lobenswert bezeichnet wurde. Der Krankenkasse drohten Verluste, wenn es nicht gelang, das Grundstück wie gefordert wieder zu verkaufen. In ihrer Not wandte sich die Leitung der Kasse an den Unterstaatssekretär im preußischen Gewerbeministerium. Der gab einen Rat, dem die Baugenossenschaft ihre Gründung verdankt. Den für den Wohnungsbau benötigten Teil des Grundstücks einer zu gründenden Genossenschaft zu veräußern. Das geschah dann auch. Am Abend des 9. April 1907 trafen sich 26 Männer, vorwiegend Mitarbeiter der Ortskrankenkasse Rixdorf, und nach langen Aussprachen wurde gegen Mitternacht von den verbleibenden 22 Männern die Rixdorfer Baugenossenschaft Ideal gegründet. Der Name Ideal erschien den Gründern angemessen, denn was sie vorhatten, war gemessen an den auch in Rixdorf vorhandenen Arbeiterwohnungen in der Tat ideal. Die Wohnungen in der Fuldastraße enthielten bereits eine Zentralheizung und eine Warmwasserlieferung. Überall sollten Bäder eingerichtet werden. Die Idealpassage. Der Name für den ersten Bauteil, der in den Jahren 1907 bis 1908 in der Fuldastraße errichtet wurde, hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Der Stolz über die Leistung der jungen Genossenschaft. Die ersten Mitglieder waren Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Krankenkasse, Ärzte, Apotheker und Handwerker. Noch ein Wort zur gärtnerischen Anlage, zum Verständnis für die Vorstellungen des Architekten. Er hat die gestaltende Idee der Oper Freischütz entnommen. Die Freude, die fürstliche Freude.
Kaum waren 1908 die ersten Wohnungen in der Fuldastraße bezogen, gingen die Bauarbeiten in der parallel verlaufenden Weichselstraße weiter. Die ersten 121 Wohnungen dieses Teils wurden 1908 und 1909 bezogen. In dieser Zeit konnten bereits weitere Grundstücke in der Marischstraße 14 und 15 sowie Brusendorfer Straße 2 bis 5 erworben werden. In der Brusendorfer Straße wurde schon im Sommer 1909 begonnen, 114 Wohnungen zu errichten. Sie wurden 1910 bezogen. Weitere 84 Wohnungen, 5 Läden und ein Restaurant folgten im Oktober des gleichen Jahres in der Marischstraße. Die Siedlung in Britz. Britz, das war um 1910 ein ruhiges, altes märkisches Bauerndorf, eine Meile von Berlin entfernt, das gerade 20 Jahre zuvor, 1891, seine erste Straßenbahnverbindung mit dem Hermannplatz erhalten hatte. Wie so viele Dörfer der Mark Brandenburg wurde es zum ersten Mal 1375 urkundlich erwähnt, obwohl es sicherlich viel älter ist. Aber 1375 schickte Kaiser Karl IV. Einen Landreiter von Dorf zu Dorf, um eine Bestandsaufnahme seiner neuesten Erbschaft vorzunehmen. Dieses Landbuch enthielt den Namen des Orts, seine Größe in Hufen, den Hinweis auf die Kirche und ihre Privilegien, den Namen des Gutsbesitzers und dessen Rechte, sowie die Anzahl der Bauern und Kossäten. Es war wiederum ein Britzer, der dieses Landbuch im 18. Jahrhundert der Öffentlichkeit zugänglich machte. Graf Ewald Friedrich von Herzberg, Gutsherr auf Britz und Außenminister Friedrich II. Britz hat aber auch in der neueren Zeit durch Funde auf sich aufmerksam gemacht. So hat man schon vor vielen Jahrzehnten am Buschkrug bei Schürfungen an der Kiesgrube Mammutknochen gefunden. In der Nähe Tonkrüge, Skelettteile eines jungen Mädchens und bei Gründungsarbeiten für die Britzer Großsiedlung Begräbnisstätten. Die zeigen, dass seit der Bronzezeit hier menschliche Ansiedlungen am Rande des Urstromtals der Spree bestanden haben. Wie ruhig es sich in Britz leben ließ, mag die Zahl seiner Einwohner darlegen. Um 1800 waren es nicht mehr als 267. Ein halbes Jahrhundert später waren es um 1000 und 1900 stieg die Zahl der Einwohner auf 8500. Die Genossenschaft hatte inzwischen über 400 Wohnungen in Rixdorf gebaut, als sie im Juli 1911 das an der Hannemann- und Franz-Körner-Straße in Britz gelegene Grundstück einer ausgebeuteten Kiesgrube zu sehr günstigen Bedingungen kaufen konnte. Das Gelände gehörte der Firma von Franz Körner. Es war rund 50.000 Quadratmeter groß und kostete je Quadratmeter 21 Mark. Die Außenbebauung sollte mit Geschosshäusern erfolgen. Innen sollten Reihen Einfamilienhäuser entstehen. Im Mai 1912 standen die ersten 90 Wohnungen im Rohbau. Im September des gleichen Jahres waren sie bezugsfertig. Und jeweils ein halbes Jahr später wurden weitere Gruppen fertiggestellt. Für Berlin war dieses Bauvorhaben eine echte Sensation. Das Los entschied. Im Kreis der Genossenschaftsmitglieder gab es mehr Interessenten als zur Verfügung stehende Wohnungen. Vor allem solche im Einfamilienhaus mit einem Gärtchen, mit Veranda, Kinderzimmer und Bad. Diese Ausstattung war für jene Zeit beinahe luxuriös, musste geradezu märchenhaft erscheinen. War es da ein Wunder, dass sich für die insgesamt geplanten 520 Wohnungen 1200 Bewerber meldeten? Die Wohnungen wurden deshalb verlost. Die Verlosung selbst war öffentlich, ein faires Verfahren, an dem jedes Mitglied teilnehmen konnte.
Was gab es schon vor 80 Jahren für Aktivitäten in dieser jungen Genossenschaft? Da sind nicht nur die Spielplätze für die Kinder, an die man bereits in den ältesten Bauteilen dachte. Da sind nicht nur die kleinen Feste und Feiern in der Gemeinschaft. Da organisierte man auch den gemeinsamen Einkauf von Kohlen und Kartoffeln, von Saatgut für die kleineren Gärten und von anderen Dingen. Durch Preisnachlässe im Großeinkauf bot man allen Mitgliedern die Möglichkeit, preiswert zu kaufen. So kosteten 1000 Braunkohlebriketts, damals einschließlich Lieferung 8,10 Mark. Noch etwas Ungewöhnliches im Arbeiterwohnungsbau. Die Siedlung in Britz war auf elektrische Beleuchtung eingerichtet, während für das Kochen Gasherde vorgesehen waren. Für die Beleuchtung wurde damals lediglich eine Pauschale von 2 Mark monatlich erhoben. Dafür durfte aber ein bestimmter Verbrauch nicht überschritten werden. Kleinkarierte Kreispolitik von 1912. Britz war damals noch ein selbstständiges Dorf im Kreis Teltow. Die Genossenschaft hatte aber mit dem Elektrizitätswerk in Neukölln einen 10-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Strom abgeschlossen. Offenbar gefiel das dem Landrat des Kreises Teltow nicht. Er untersagte eine Kabelführung unter der Teltow-Kanalbrücke zur Britzer Siedlung und so saßen die gerade eingezogenen Bewohner ohne Licht da. Die Genossenschaft wusste sich zu helfen. Sie beschaffte eine Lokomobile und eine Dynamomaschine und sorgte für selbsterzeugten Strom. Aber als dann Weihnachten 1912 der Treibriemen der Lokomobile riss, war die Siedlung dunkel, bis am nächsten Tage der Schaden repariert werden konnte.